Seid gegrüßt, meine lieben Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute eine Folge, ein bisschen was zu Plagegeistern. Ja, wie die Plagegeister Glasrosen natürlich loswerden. Einige von euch werden sich mit Sicherheit daran erinnern können. Die Firma Aquacopa hatte mir ja seinerzeit, das ist genau 4 Monate her, einfach mal die Bergia-Schnecken zukommen lassen. Das sind die glasrosenfressenden Schnecken, Nacktschnecken. Und ich hatte ja kurz darüber berichtet, dass ich die halt bekommen habe und dass ich gesagt habe, ja, ich werde das halt mal ausprobieren. Und ja, das Ding ist ja das, Glasrosen ist ein Plagegeist, den wir schon Ewigkeiten, glaube ich, in der Meerwasseraquaristik haben. Momentan würde ich wirklich fast behaupten, dass wir, ja, ich sag mal, so eine richtige Plage momentan bekommen. Also ich selber habe auch mir viele Korallenableger gekauft, in den verschiedensten Geschäften. Also das liegt jetzt mit Sicherheit nicht an den Händlern selber, sondern ich denke einfach, die Korallen, die auch importiert werden, die die Händler bekommen, ja, da sind die Plagegeister, glaube ich, halt eben schon drauf, weil das ist momentan halt auch so ein, ja, wie gesagt, ein verstärktes Thema. Ich glaube schon, dass das momentan ja, echt eine Seuche wird, ja, weil ich höre es von vielen Leuten. Ich habe es selbst schon erlebt. Ich habe mir selber auch Glasrosen eingeschleppt. Jetzt auch ganz vor kurzem noch. Es ist halt eben so. Und jetzt haben wir natürlich immer die Geschichte, wir haben einmal die Aquarianer mit den Nanobecken und einmal die Aquarianer mit den großen Becken. Ja, und das Ding ist halt immer das, was mache ich jetzt? Was ist für welches Becken am besten? So, da ich Marc einfach für Nanoriffe stehe, ja, ist die Sache halt eben die, dass ich jetzt euch einfach mal zeigen möchte, wie können wir das bei Nanoriffen auf natürliche Art und Weise, ja, vernichten. Wie kriegen wir die Glasrosen aus unserem Becken raus? Bei den großen Aquarien gibt es ja im Prinzip den ganz bekannten Pinzettfisch, sowie auch verschiedene Falterfische, die also auch zu den Glasrosenvertilgern gehören. Ja, in großen Becken kann man das machen, kann man sich so ein Tier auch mal ausborgen, aber zum Beispiel in einem kleinen Becken, was mache ich da? Ja, da habe ich natürlich ein Problem. Da kann ich so einen, in Anführungszeichen, großen Fisch halt eben nicht reinsetzen. Man muss halt auch immer bedenken, je nachdem wie groß der Fisch ist, geht er auch an die dementsprechend großen Glasrosen ran. Weitere Möglichkeit haben wir ja ansonsten noch, ich pfeffere die Garnele. Muss ich persönlich aber sagen, ist eine Geschichte, habe ich nicht so viel Erfolg mit gehabt. Ja, will ich ganz ehrlich sein, weiß ich nicht. Also mich hat es nicht überzeugt. Ja, und ansonsten haben wir noch für Nanobecken halt eben ganz geeignet. Wie gesagt, die Bergia-Schnecke, die habe ich jetzt hier mal zur Verfügung gestellt bekommen von Aquacopa. Ja, die haben im Prinzip die Bergia, ja, hier die Bergia Stephanie. Ja, das ist ja die glasrosenfressende Schnecke. Ich blende euch das mal hier kurz ein. Die haben die ja im Prinzip im Programm von ihrem Züchter. Und ja, ich habe das jetzt, wie gesagt, 4 Monate einfach mal ausprobiert. Es war sehr erfolgreich. Ja, ich muss anmerken, man muss natürlich sagen, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel reden. Lasst uns erstmal reingucken. Ich habe euch ein paar Videos mal gemacht. Ja, wie die Schnecke im Prinzip arbeitet, und ich würde sagen, das schaue ich jetzt mal mit euch zusammen an. Ja, so Freunde, hier seht ihr jetzt einfach mal so eine Glasrose. Ja, ich denke mal, einige von euch werden sie kennen, einige wenige von euch vielleicht noch nicht. Also um diese kleinen putzigen Anemonen hier quasi geht es sich heute in dieser Folge. Ja, das ist im Prinzip ein Plagegeist, und wie ich ja im Anteasern schon sagte, ist das, glaube ich, momentan auch wieder so eine kleine kommende Plage irgendwo, weil ich sehe halt immer mehr Glasrosen in Ablegerkorallen, die ich halt im Laden kaufe. Ja, und die Dinger machen es uns hier wirklich ganz, ganz schwer, muss man ganz ehrlich zugeben, weil die sind dann auch nicht leicht wieder aus dem Riff zu entfernen.
Ja, wenn die einmal da sind, die vermehren sich recht schnell. Man muss halt auch aufpassen, wenn man die halt eben mechanisch versucht zu entfernen. Dann hat man direkt das nächste Problem am Bein, weil, wie gesagt, die werden sich zu 100% dann immer mehr vermehren. Und ja, hier kommt jetzt die Bergia Stephani ins Spiel. So, ich hatte jetzt hier mal einen Stein reingesetzt und die Schnecken mal auf den Stein losgelassen. Das ist eine Zeitraffer. Ich habe die jetzt sehr, sehr stark beschleunigt, ja, damit das hier nicht so lange wird, weil das Originalding ging, glaube ich, 10 Minuten lang. Ja, also ihr könnt im Prinzip hier sehen, hier passiert jetzt Folgendes. Die Schnecken wandern jetzt auf den Stein. Ich vermute jetzt mal, sie beißen die Glasrose so ein wenig an, sage ich jetzt mal. Ich drück's mal so aus, ja. So, die Glasrose merken das. Und das Verblüffende ist, ihr könnt das jetzt mal hier schön sehen. Ja, die Glasrosen suchen jetzt das Weite, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, die Glasrosen, ja, die machen sich jetzt auf den Weg, da quasi von dem Stein runter zu wandern. Das sehen wir dann gleich in der nächsten Aufnahme, dass also die große Glasrose plötzlich auf der Glasscheibe auf dem Boden sitzt. Ja, also in der Aufnahme seht ihr das schön. Also das ist jetzt, ihr seht, das ist der Stein. Da oben ist eine Glasrose komplett zusammengefaltet, da oben schon. Ihr seht auch an der Seite, da bewegt sich die eine Glasrose jetzt gleich auch. Die wandert jetzt auch Richtung nach unten. Ja, und die eine, die ihr jetzt hier unten links quasi seht, also da ist dann schon der Drops gelutscht sozusagen, die ist schon vom Stein runtergewandert und die erste Schnecke legt da schon los. So, hier ist jetzt unser Hauptakteur quasi bei der Arbeit. Ja, so sieht das aus, so könnt ihr das mal sehen. Ich habe das jetzt stark beschleunigen müssen. Also wie gesagt, der ganze Pfeil war, glaube ich, 10 Minuten lang, eine Timelapse. Ja, auf 10 Minuten, das heißt, die ist dann 100 Minuten gelaufen. Ja, also die brauchen schon pro Glasrose so ein bisschen Zeit, müssen die haben. Aber die sind dann halt eben sehr effektiv, ne? Und die verputzen die Glasrose also wirklich, wirklich komplett. Ja, da ist nachher in der Tat nichts mehr von übrig. Ja, es ist auf jeden Fall, funktioniert das super perfekt. Da kann man. Ja, und so wie ihr es im Prinzip jetzt hier seht, wandert die natürlich dann auch komplett durch euer Riff durch. Das macht die halt auch, ne? Also wie gesagt, die sucht die Glasrosen. Ich habe das jetzt halt hier mal in so einem Fotobecken einfach mal demonstriert, damit man einfach mal sehen kann, wie das funktioniert. Ne, die hat also da so einen riesen Rüssel quasi, den die also quasi komplett über die Glasrose rüberstülpt, mehr oder minder. Und ja, so löst die dann an und saugt die eben komplett auf, so dass die Glasrose nachher wirklich definitiv komplett verschwunden ist. Ja, da ist also nachher wirklich nichts mehr von da. Kein Stück mehr, aber das werdet ihr jetzt gleich im weiteren Verlauf noch sehen, dass da also wirklich dann nichts mehr übrig bleibt. Ja, die ganze Nummer ist schon echt beeindruckend. Ihr seht auch immer diese kleinen weißen Fäden da unten auf dem Boden rumlaufen. Das sind irgendwie so die Gastralfäden der Anemone, also die sind in der Anemone drinnen. Das habt ihr vorher in dem Video auch schon irgendwo gesehen, dass diese Fäden plötzlich aus den Anemonen rauskommen. Ne? Also die verputzen dann nachher auch wirklich alles, ne? Also die eine rennt ja immer außen rum und sammelt da alles ein. Also ich persönlich denke schon, dass diese Schnecken hier eine ganz, ganz effektive Sache sind. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen haben gefallen. Ja, ich habe es versucht, im Makrobereich zu machen, weil es waren relativ kleine Glasrosen. Man kann sich das jetzt so größenverhältnismäßig nicht so ganz gut vorstellen, aber es waren relativ kleine Glasrosen. Ja, und wie gesagt, also die Maro Aquakultur KG, das ist ja im Prinzip der Züchter, der für Aquacopa die Tiere züchtet. Der hat mir also 10 Bergerschnecken geschickt gehabt und ja, ich bin im Prinzip alle Glasrosen losgeworden, in der Tat. Ich hatte so ganz grob gefühlt, will ich jetzt mal sagen, ich vermute so roundabout zwischen 50 und 80 Glasrosen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich hatte zuerst die 10 Schnecken, alle 10 hatte ich zuerst in das Pico-Tank getan. Das Set habe ich jetzt gerade noch nicht so ganz fertig, deswegen sage ich es heute mal nicht, aber kommt bald. Ja, im Pico-Tank hatte ich 10 Stück zuerst reingesetzt. Da waren so circa, ich sag mal, 20 bis 30 Glasrosen drinnen, die jetzt sichtbar waren. Die haben die Schnecken, also 10 Stück waren es an der Zahl. Ihr müsst halt immer da wirklich eine große Anzahl an Schnecken haben, im Verhältnis gesehen. Ne? Also ich sag mal, 1 oder 2 Schnecken, das bringt da nicht wirklich was. Ja, also ihr müsst schon immer so ab 5 Schnecken aufwärts, sage ich mal, anfangen, dass man da eine Veränderung halt sieht. Ja, und wie gesagt, 10 Schnecken habe ich drin gehabt im Pico-Tank circa 3 Wochen. Dann hatten die wirklich alle Glasrosen vertilgt. Es war alles weg gewesen. Es war nichts mehr sichtbar für mich. Ich habe die Schnecken dann noch mal weitere 2 Wochen im Becken drinnen gelassen. Weil, was ihr auch nicht vergessen dürft, die Schnecken holen sich natürlich erstmal die Glasrosen, die jetzt eine gewisse Größe haben, die also schon groß sind, sage ich jetzt einfach mal, die wir auch mit unserem Auge sehen können und finden können. Die Schnecken finden die auch, aber es sind auch immer noch Sporen vorhanden. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Glasrosen, selbst wenn sie im Becken alle eliminiert sind, dass das dann auch wirklich so ist, sondern sicherheitshalber die Schnecken noch länger im Becken drin lassen. Also ich habe sie dann nochmal so 14 Tage drin gelassen. Ich weiß, es ist immer ein Risiko, weil viele denken jetzt, sie werden wahrscheinlich sagen, ja, Problem ist nur, dann haben die ja keine Glasrosen mehr. Ja, ist richtig. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Sie haben also scheinbar immer noch ganz kleine gefunden, die wir vielleicht so mit dem Auge überhaupt gar nicht wahrnehmen. Die wuseln ja überall durch die kleinen Schneckchen. Und danach sind die in das Kallax Reef gewandert, die 10 Schnecken. Nein, Moment, ich habe euch eine unterschlagen. Es waren nur 9, eine war weg gewesen. Ich habe sie nicht mehr gefunden oder sie war verendet. Macht auch möglich sein, weil diese Schnecken wären nicht sehr alt. So, dann sind diese 9 Schnecken, wie gesagt, ins Kallax Reef gewandert. Da waren so gefühlte zwischen 50 und 80 Glasrosen. Da waren also bei weitem mehr gewesen. Und da haben die Schnecken schätzungsweise 1,5 Monate gebraucht. Nach 1,5 Monaten habe ich dann, wie gesagt, auch keinerlei Glasrosen mehr gesehen. Ich habe dann auch nochmal, nachdem ich wirklich so den letzten Tag einfach mal alles abgesucht habe, das ist ja auch immer schwierig, der Punkt, man muss es schon unter Beobachtung halten, bis ich das dann, wie gesagt, mal komplett analysiert hatte und mir gesagt habe, okay, es müssten alle weg sein, habe ich auch wieder die Nummer gemacht, 14 Tage gewartet und dann sind die Schnecken weitergewandert zu einem Bekannten von mir, der halt auch ein Glasrosenproblem hatte. Ja, und das wären dann halt eben Wandertiere, wie gesagt. Ja, also man muss da ganz klar unterscheiden, die Tiere brauchen Glasrosen, ja, sonst verhungern die, weil die nichts anderes fressen. Ja, wie gesagt, also das ist eine Sache, wo ich euch einfach den Tipp geben kann, wenn ihr da wirklich ein Problem habt und ihr habt ein Nanobecken, geht auf aquacopa.de, guckt bei denen rein, bestellt euch ein Set Bergia Stephanie Nacktschnecken gegen Glasrosen und dann werdet ihr die auf ganz natürliche Art und Weise los. Ja, Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Auch ein Dank geht raus an Aquacopa und die Maro Aquakultur GmbH für das Sponsoring der Schnecken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, euer Marc. Dann beam ich mich mal wieder weg. Halt, stopp, noch nicht wegbeamen. Daumen rauf nicht vergessen, abonniert den Kanal. Ihr seid die Geilsten. Und jetzt beam me up.